willkommen zur CeBIT 2013. Das Motto dieses Jahr lautet Shareconomy und wir lernen heute einiges über das Management mobiler Endgeräte und über Cloud-Lösungen. Wie definiert sich aus Ihrer Sicht die Schnittstelle zu Grouplink? Grouplink ist für uns ein relativ wichtiger Partner. Wir haben ja auch das Thema der diesjährigen CeBIT. Wir teilen uns im Prinzip Ressourcen. Wir greifen als BEMA auf systemtechnische Ressourcen zu. Innerhalb der Grouplink sind wir seit Beginn einer der wichtigen Ansprechpartner für das Thema Open Source und unterstützen unsere Grouplink-Partner dort in Open-Source-Themen, in Open-Source-Situationen bei deren Kunden. Wir sind natürlich für die Grouplink für uns immens wichtig in zwei Richtungen. Einmal ist natürlich für uns als Unternehmen wichtig, Dienste, die in der Grouplink viele Partner anbieten, auch flächendeckend anbieten, die unsere einfach ergänzen können. Zum Beispiel im Servicefall, im Installationsfall, weil wir natürlich nicht nur Auftraggeber haben, die nun vor der Haustür sitzen, sondern doch auch schon ein bisschen international sind. Das Helpling-Konzept hilft uns sehr und haben wir natürlich wahrscheinlich Speziallösungen, wo wir anderen Grouplink-Partnern eine Lösung bieten können, wo bei ihren Kunden ein zusätzlicher Nutzen entsteht. Und so ist das ein Geben und Nehmen und das passt sehr gut. Die Schnittstellen gestalten sich dahingehend, dass wir gemeinsam im Vertrieb tätig sind, dass wir uns die Bälle zuspielen. Und ganz aktuell haben wir natürlich gemeinsam das Thema Dockhouse aus der Cloud, sprich wir sind hier im Grouplink-Rechenzentrum tätig. Letztendlich arbeiten wir sehr, sehr effektiv und sehr, sehr gut in diesem Umfeld zusammen. Das heißt, wir haben Kundensituationen jetzt auch gerade in Mannheim gehabt. Wir sitzen in Bremen, haben einen Kunden in Mannheim, wo wir letztendlich Hosting-Solutions geboten haben, wo aber auch vorab bestimmte Netzwerktätigkeiten ablaufen mussten, die wiederum von Firma Dräger übernommen wurden. Und genauso gibt es eben halt auch Zusammenarbeit mit Firmen im norddeutschen Raum, mit der FAT, mit Bosch Data, in unterschiedlichen Situationen, wo wir mit unseren Leistungen den Unternehmen zuarbeiten können. Was ist Ihr persönliches Messe-Highlight auf der CeBIT 2013? Ihr Spezialthema? Messe-Highlight muss ich eher sagen, eher standbegrenzt, weil wir zum Glück so viel auf unserem Stand haben, dass ich noch keine Messe-Highlights hier sehen konnte außer Pressefunk und Fernsehen. Also ist mein Messe-Highlight derzeit eher mein trockener Mund und mein fusseliger Mund. Dahingehend ist es auch für mich eigentlich ein gutes Messe-Highlight. Also ich merke, dass das Thema Unified Communications allmählich verstanden wird und beim Kunden wirklich ankommt. Die Zeit, wo der Kunde immer noch ankommt und denkt, er will jetzt eine ISDN-Telefonanlage haben, wie in alten Zeiten, die sind langsam vorbei. Der Vorteil dieser neuen Lösung kommt immer mehr an, weil die Leute merken, was sie mehr können. Wie viel einfacher es ist, das zu integrieren mit anderen IT-Anwendungen, Groupware-Systemen und so weiter. Und das ist wirklich eine sehr positive Erfahrung zu merken. Die Botschaft ist angekommen, jetzt geht es in die Umsetzung von diesen Dingen. Im Prinzip ist es genau das, was die Grouplink schon seit Jahren macht. Ist also kein neues Thema. Gefällt mir gut und wir wollen das so weitertreiben. Our main topic is certified, guaranteed cloud management from a single platform. So really truly a single application that simplifies how cloud should be managed and delivered.